Liebe Delegierte zur Landesvertreterversammlung, liebe Parteifreunde, mein Name ist Katja Hessel und ich stehe heute das erste Mal hier, um mich an dem Listenplatz für die Bundestagswahl bei Ihnen zu bewerben. Viele von Ihnen kennen mich, ich möchte mich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, vom Beruf Rechtsanwältin, komme aus Nürnberg und betreibe dort mit einer Kollegin eine mittelständische Steuerkanzlei. In der FDP bin ich seit 1998 Mitglied, derzeit Bezirksvorsitzende von Mittelfranken und in der Runde der Kollegen der Bezirksvorsitzenden die einzige Frau. Ich bin auch die einzige Frau, die von Ihrem Bezirksverband zur Spitzenkandidatin gewählt worden ist. Und auch wenn ich politisch vielfältig interessiert bin, sind doch meine Themen aufgrund der fachlichen Kompetenz fokussiert auf die Themen Steuern und Wirtschaft. Steuern, ganz klar, ist mein Herzensthema aus der beruflichen Praxis heraus. Und jeder, der mit Steuern zu tun hat, der in der Steuerberatung tätig ist, der ein Unternehmen hat, weiß, dass die Steuergesetzgebung bei uns von der Verwaltung gemacht wird und leider nicht von kompetenten Bundestagsabgeordneten. Und das würde ich sehr gern ändern. Ich würde gern dort meine Kompetenz einbringen. Ich war 5 Jahre lang Staatssekretärin im Bayerischen Wirtschaftsministerium und bin nach wie vor natürlich mit dem Thema Wirtschaft fest verankert. Ich habe es hier auch geschafft, in den letzten 5 Jahren die geknüpften Kontakte, die wir hatten, zu halten, zu pflegen und damit auch für die wirtschaftlichen Positionen der Freien Demokraten weiterhin Werbung zu machen. Es ist aber auch klar, dass die Themen im Bundestagswahlkampf, das merken wir jetzt ja, wenn wir die Schulz-Kampagnen sehen, die Themen sein werden: innere Sicherheit, Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit von Deutschland. Hier vielleicht 2 Punkte dazu. Das Thema innere Sicherheit ist für mich eindeutig mit dem Thema Bürgerrechte und Datenschutz verknüpft. Es kann nicht sein, dass die konkrete Terrorgefahr noch mehr dafür verwendet wird, dass uns noch mehr Bürgerrechte abhanden gehen. Hier heißt es ganz deutlich, wir brauchen wieder eine liberale Stimme im Deutschen Bundestag. Soziale Gerechtigkeit ist für mich Generationengerechtigkeit. Wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass unsere junge Generation auch morgen noch handlungsfähig ist und dass wir ihr nicht einen Schuldenberg hinterlassen, die sie irgendwann in ihrer Handlungsfähigkeit komplett einschränken. Es kann aber auch auf der anderen Seite nicht sein, liebe Delegierte, dass jemand, der 40 Jahre lang in die Rentenversicherung einzahlt, davon am Anschluss nicht leben kann. Das heißt, wir brauchen hier ganz, ganz dringend endlich Reformen. Und zu dem Punkt Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit heißt bei mir ganz klar Investitionen in Infrastruktur, in die klassische Infrastruktur, aber vor allem auch in die digitale Infrastruktur. Und liebe Kollegen, die Infrastrukturentscheidungen, die Investitionsentscheidungen müssen heute getroffen werden, dass sie für die Zukunft wirken. Und hier brauchen wir auch mutige Entscheidungen. Es mögen sich manche von Ihnen fragen, warum sie jetzt von der Landespolitik in die Bundespolitik wechseln will. Es hat einen Grund natürlich, das ist das Thema Steuern. Steuern ist ein klassisches Bundesthema und muss da auch entschieden werden und ist eins meiner Herzensthemen. Zweiter Grund ist aber auch, ich war 5 Jahre lang Mitglied in der Bayerischen Staatsregierung. Ich habe damit auch besondere Verantwortung getragen für die 5 Jahre liberale Politik. Ich habe in der Zeit sicherlich Fehler gemacht. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben vielleicht nicht alles falsch gemacht, aber wir haben Fehler gemacht. Und ich habe daraus auch gelernt. Ich habe in den 5 Jahren aber auch viel Erfahrung gesammelt. Und genau diese Erfahrung würde ich jetzt gerne beim Aufbau der neuen Fraktion mit einbringen. Die Regierungserfahrung, die Erfahrung im Aufbau einer Fraktion und dafür sorgen, dass manche Fehler nicht mehr gemacht werden, weil auch ich mache keine Fehler zweimal.
Ich bitte Sie hier um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und natürlich um Ihre Stimme. Vielen Dank.